Wieder ein riesen Puff da vor dieser Murmi-Höhle aussen. Aber Gary tut ja aufräumen. Gary! Hä? Ich kann nicht einschlafen! Du musst halt ablegen zum Schlafen. Auf den Knien könnte ich auch nicht schlafen. Also. Hey, wie hast du das nur wieder geschafft, so eine Säuerei zu machen? Ein Murmi-Puff. Du, Gary! Hä? Du, ich kann immer noch nicht einschlafen. Ja, jetzt zähl halt Schöfli. Schöfli zählen Leute immer. Aha, oh, das ist eine gute Idee. Gut. Also, ein Schöfli, zwei Schöfli, drei Schöfli, 27 Schöfli, 33 Schöfli und ein Kamel. Und ein zweites Kamel. Und 47 Schöfli und 48 Schöfli und du, Gary! Hey, Murmi! Es nützt nichts, ich kann immer noch nicht einschlafen. Hast du Schöfli zählt? Ja, und Kamel auch noch. Ja, aber ich Kamel zählen könnte ich auch nicht schlafen. Hä? Ja, warte mal, was könnten wir machen? Ja, was könnten wir machen, dass ich einschlafen kann? Was könnten wir machen? Weißt du was, Murmi? Ich könnte dir eine Geschichte erzählen. Ja, was? Ja, eine Gute-Nacht-Geschichte? Ja, eine Gute-Nacht-Geschichte. Oh, sollen ja! Sollen wir eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen? Also. Warte, irgendwo hier unten hat es ein Buch. Oh ja, da genau. Also, okay, ich tue hier aufs Bett hückeln und tue dir erzählen. Jawohl. So, nicht runtertrollen, tipptopp, bist du bereit? Jawohl. Das heisst, der Sidi Abdel Assar von El Hamma. Moment, das Foto vorne noch. Oh, das hat ja Bildli. Ja, aber du musst schlafen. Ist das der Sidi? Das ist der Sidi. Aha. Bist du bereit? Ja. Der Sidi Abdel Assar von El Hamma hat mal am Morgen früh noch im Pyjama, der hat auch geschlafen vorher, in der Strasse der Moschee zwei schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang geworden von seinem Drama. Ja, schau hier, Bildung siehst du. Schöne Augen. Der Sidi Abdel Assar. Sehr schöne. Das ist ein schönes Mädchen. Genau, und er hat gerade den Kaffee vergötscht. Aha. Willst du die nächste Strafe hören? Ja, gerne. Ihr auch? Ja! Also, Moment, kommt. Sie war Tochter von Mohammed Mustafa. Aha. Tust du mich streicheln? Ja, ein bisschen anlehnen. Das ist lieb. Der Abdel Assar hat nicht mehr schlafen. Bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hat und gesagt hat, ich biete 150 Schaf an. Was? Schaf an, heisst das. 150 Schäfli? Ja, hat er zahlen für die zwei schönen Augen. Ja, was für die zwei? Kommen wir nicht raus? Also, ich tue das erklären. Die schönen Augen haben in der Tochter gehört von Mohammed Mustafa. Aha. Das ist so etwas wie ein Sultan. Und der Abdel Assar hat die Tochter schön gefunden und hat gesagt, ich möchte gerne die Tochter kaufen. Für 150 Schafe. Was? Für 150 Schafe. Ein Mädchen kaufen für 150 ja, Schafe? Ja, das sind die 150 Schafe. Oh, siehst du? Wow. Jetzt musst du hören, jetzt geht es weiter. Gut. Soll ich die nächste Strafe erzählen? Jawohl. Wollt ihr sie hören? Ja! Dann lese ich sie vorlesen. Moment, ich sehe es nicht richtig. Das Buch ein bisschen anders. Oh, lese jetzt weiter. Ja, Moment. Also. Muss halt näher heben, ja. Nein, ja. Es ist halt schon spät, so. Okay. Also. Der Mohammed hat geantwortet bei Allah. Warte, ich sehe es nicht. Es freut mich, dass meine Tochter dir hat gefallen. Mhm. Doch wert ist sie, meine Seele. 220 Kamel. Und darunter kann ich sie dir auf keinen Fall lassen. Aha. Ja, hat mehr Welle dafür. Schau hier, ja, so. Wie viele Kamel hat er Welle dafür? Ah. Oh, ja. Geht weiter, Geschichte. Ja, tschüss. Gut. Warte jetzt. Da. Ich sehe es nicht mehr. So, komm, leid. Jetzt lese ich es weiter. Jetzt wird es gerade spannend. Nein, warte. Da. Meine Augen. So, Gary, lies jetzt doch weiter. Ich bin so angestrengt. Da hat der Abdel Assar gesagt, oh, Sidi, auf so einen teuren Handel gehe ich nicht ein. Das habe ich jetzt wieder gesehen, aber warte jetzt.
ist fort, ja, hat gleich drauf schon Was? Splendid. Billigere genommen, die nicht schön war, dafür eine Gescheide. Der hat recht. Eine Gescheide. Hast du verstanden? Ja, und dann geht es weiter. Nein. Das ist eine gute Nachtgeschichte. Du solltest jetzt langsam. Die Kinder sind schon alle eingeschlafen da hinten. Fall. Nein. Mal, Moment. Jetzt. Da. So ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr, Murmi. Ja, was? Ich sehe es. Brauchst du eine Brille? Nein, eine Brille. Eine Brille glaubt nicht. Hä? Was ist denn mit dir los, Gary? Ich sehe es. Meine Augen tun mir weh und sind überanstrengt. Und ich sehe es nur noch verschwommen. Ja, eben, dann brauchst du eine Brille. Nein, weißt du, vielleicht müsste ich etwas gesünder essen. Was gesünder essen? Ja, vielleicht ein bisschen mehr Vitamin. Zum Beispiel Rüebli wäre gut. Ein Rüebli? Ja, Rüebli. Aber, ja, wieso denn Rüebli? Die sind gut. Die sind gut für alles. Und für die Augen. Vitamin A hat es drin und andere Vitamine. Vitamin A, weißt du, wie? Vitamin Augen. Was? Rüebli sind gut für die Augen? Ja. Aber damit haben wir kein Rüebli, darum keine guten Augen, ja, darum wohl. Keine Geschichte. Und du Gary, ich habe ein Rüebli. Was? Gestern ist da ein Rüebli da zu mir raufgelaufen. Träumst, Murmi? Nein, das stimmt. Nein, hat wieder Vögel. Nein, ein Rüebli ist da raufgelaufen und ich habe es dann eingeladen. Du zu hast einen Vogel. Ich habe bei mir in der Höhle ein Rüebli. Du erzählst Gugu. Ein Rüebli mit Bein und Arm. Ja, gerade auch noch. Sicher? Glauben Sie ihm da? Nein, also. Ja, sicher schon, es stimmt. Ja. Du hast schon viel erzählt. Ja, soll ich es holen? Was? Holen? Soll ich das Rüebli ja, holen? Ja, hol du das Rüebli. Also, nur einen Moment. Dem Murmi. So. Mitten am Abend, du vor vorne. Ja, warte, einen kleinen Moment, ich komme gerade. Ja, komm du rum. Die Rüebli. Komm, jetzt musst du früher kommen! Hey. Jetzt geht's, glaube ich. Du, hey. Das Rüebli sagt, dass es ein bisschen scheuch ist und nicht früher kommen. Quatsch und Schabernack. Aber ich kann es mal probieren. Hey. Also, was ist denn los? Wieso willst du musst nicht mehr spielen, wir glauben es dir nicht. Hey. Schon gut, Aha. Murmi. Geh also, jetzt ins Bett. Tun dir aber auch so Geschichten erfinden, wenn du nicht ins Bett Das Rüebli ist immer noch ein bisschen scheuch, aber es hat gesagt, wenn wir ihm alle zusammen rufen, dann kommen sie führen. Also komm, machen wir ihm den Gefallen. Hey. Rufen wir mal Rüebli. 1, 2, 7. Rüebli! 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 Oh. Komm, führen! Oh. Rüebli! Wir rufen! Rüebli! Wirklich ein Rüebli? Hey, nochmal. Ich sehe es. Komm, Rüebli! Komm, nur führen, Rüebli. Komm, gib mir mal die Hand. Du musst nicht scheuch sein. Komm! Hat der wirklich ein Rüebli? Das ist mein neuer Freund, das Rüebli! Hey, ich glaub's nicht. Hoi, Rüebli, Moment, ich will dir auch rasch tanken. Hey. Sali, Rüebli, da freut mich jetzt aber schon noch, dass du da bist. Hast du gut geschlafen, Rüebli? Ein ausgewachsenes Riesenrüebli. Das Rüebli hat das Mittagsschläfli gemacht, jetzt gerade. Du, so grosse Rüebli gibt's, glaub ich, nur im Aargau. Bist du ein Aargauer Rüebli? Oh ja, aus dem Rüebli-Kanton, ein Aargauer Rüebli. Du würdest mir jetzt gut tun. Weißt, ich habe gerade so Probleme mit meinen Augen. Ich habe so ganz Schlaflüsse drin und sie tut mir müde. Ja, aber nein, du müsstest jetzt Rüebli essen. Genau. Wir könnten etwas versuchen zu machen. Zum Beispiel einen Rüebli-Salat. Oh ja, einen Rüebli-Salat. Ja, einen Rüebli-Salat. Der Rüebli. Wenn wir einen Rüebli-Salat... Du musst keine Angst haben, nicht aus dir. Nein, nicht aus dir. Die tun wir nicht verraffeln. Nein, oder das Rüebli tun wir nicht verraffeln. Komm, nein. Komm. Weißt du was, Murmi? Da hat es noch so Rüebli. Aber weißt du, wenn wir nicht hier auf dem Tisch oben machen, hier vom Bett, sonst gibt es riesen Flecken auf dein Bett. Na, wo denn? Auf dem Boden? Nein, nicht am Boden unten. Essen die daheim am Boden unten? Nein! Vor allem nicht, wenn ihr so ein Murmi-Puff habt und so eine Sauerei auf dem Boden. Bei mir daheim könntest du am Boden essen, aber hier nicht. Ja, dann brauchen wir einen Tisch, oder? Ja. Wäre schon noch gut. Ein Tisch. Oh, wir haben ja einen Tisch. Also, hopp der Bass. Oh, das ist aber ein bisschen schwer. Komm, also, hilf mir gerne. Helfen. So. Hast du ihn los? Ich ja. nehme ihn. Gut. So. Einfach führen, jawohl. Ja, einfach führen. Ha. Da führen, hä? So. So. Einmal Rüebli-Tisch. Gut. So. Und so. Und. Okay. Gut.
Jetzt fehlt dazu. Jetzt fehlt dazu, ja? Was? Eine Schüssel. Eine Schüssel? Ja. Ha, gut, kein Problem. Eine Salatschüssel. Eine Rüebli-Salatschüssel. Eine Rüebli-Salatschüssel. Gut. Das ist eine Gurkensalatschüssel. Nein, das ist eine Rüebli-Salatschüssel. Gell, das ist eine Gurkensalatschüssel? Ja. Das ist einfach die einzige, die also ich gut, kann. Also gut, wenn es die einzige ist, nehmen wir sie ab für die Rüebli. Und was noch? Jetzt ein Rüstimesser. Ein Rüstimesser. Ja, aber nicht durch die Luft rühren. Aha, das mache ich doch nie. Nie. Das würde ich jetzt nie machen. Nein, sicher nicht. Soll ich es holen? Ich habe nur einen Scheller gefunden. Ein Scheller ist auch gut. Gut, und? Und jetzt sollten wir noch ein bisschen Salz haben. Ein bisschen Salz. Salz. Und noch ein bisschen Krütli. Krütli? Ja. Oh. Wo sind denn Krütli wo? Jawohl, ich habe gefunden, einmal Krütli. Die hast ja du da gerade vor der Höhle zu, gell? Und zweimal Krütli. Zweimal Krütli. Melange der. Ja, das ist tipptopp. Und Pfeffer, ja, Salz und Pfeffer. Ein bisschen Öl. Öl. Wollen wir noch Öl rein tun? Ja, sagen Kind, gut, Öl. Und hast du noch eine Zitrone? Zitrone. Oh, wäre lässig. Soll ich mal selber schauen? Nein, warte, ich glaube, warte mal, ich glaube, ich kann sie. Da unten, glaube ich. Jawohl, die Zitrone! Überall hat der Wahr versteckt. Und das Rüstimesser? Macht man keine Murmiordnung, ja, da kann man nicht mehr viel schlechter machen als schon. Und weißt du, was haben wir noch vergessen? Ein bisschen Zucker. Ja, Zucker. Oder braucht man das nicht? Ja, wie du willst. Also, jetzt, weißt du, was fehlt noch? Was? Das Wichtigste. Für Rüebli-Salat brauchen wir. Was brauchen wir noch? Rüebli, klar, Rüebli. Ah, Rüebli. Oh, schau, jetzt läuft es gerade davon. Du musst keine Angst haben, Rüebli. Komm mit, führe. Komm, ich komme die ganze Hand. Nein, komm, Berry. Komm, führe. Ganz nahe hin. So. Berry, hä? Ein Rüstimesser hat es noch neu, mit da. Ja, ich habe die Schublade geklemmt. Schau ich mal. Ich tue es gerade zu. Berry, Rüebli, versteckst du immer, du? Ja. So. Ich glaube, da hinten ist es. Da hinten. Findest du es? Ja, nicht wirklich. Und Rüebli-Raffel ist es auch noch. Ah, Raffel, genau. Okay, gut. Jetzt Rüebli. So. Zusammengeputscht. Gut. Rüebli. Also, dann würde ich sagen. Rüebli haben. Hände hoch. Hände hoch, Rüebli. Hände hoch. Gut. Gut. Also, eins Rüebli. Hopp. Hopp. Ein bisschen trüllen. Gut, stopp. Zwei Rüebli. Und eins am Boden runtertrollen. Hopp, hopp. Aha. Ein bisschen trüllen. Gut, stopp. Nochmal zwei Rüebli. Das längt. Da gibt einen grossen Rüebli-Salat. Aha, so. Gut. Das längt, Rüebli. Danke. Jetzt fange ich an. He. Zuerst tue ich hier ein bisschen rüsten. So, so. Aha, so, Rüebli, so. Schälen. Ja, klar. Cool. Oder willst du sie mit Schilfern essen? Nein. So. Versteckst du so. Wieder? Sie versteckt sich schon wieder, das Rüebli. Ja. So. Machen wir ein bisschen Versteckis. Also. Ja. Also komm, wir verstecken uns. Guck aus. Stopp, Raffle. Tada! Herr Rüebli, komm, wir verstecken uns nochmal. Ich muss wieder schaffen und ihr macht Versteckis. Also, wo bist du? So ist es. So ist es. Du willst Fangis machen. So. Und ich muss verwünscht dich, du Rüebli. Oh, wo ist es jetzt? Aha. Warte, du nochmal, ich verwünscht dich. Ich gebe ihm gerne ein Eises Vögelchen. Ah, Murmi! Jetzt hat man fast den Daumen verraffelt wegen dir. Ja, wir haben noch gespielt. Hat es Daumen so lange gegeben? Ja, Entschuldigung. Willst du mir auch mal ein Eises Vögelchen geben? Hopp! Gib mir ein Eises Vögelchen. Ich soll dir eins ginken? Ja. Oh. Also jetzt bin Rüebli ist wieder davon gelaufen, so kann sich verstecken. So. Nein, nicht jetzt. Jetzt muss ich mich konzentrieren. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen. Moment, dann machen wir so ein Loch drin. Ah, jetzt Zitrone drüber. Ja. Wieso denn das? Wisst ihr, wieso dass man Zitrone drin tut? Nein. Zitrone tut man drin, damit es schön orange bleibt. Ja, so. Orange ist doch schön, oder? Mm. So orange wie du. Und siehst, dann da ein bisschen Kräutli. Kräutli, Moment, zuerst Zitrone. Das ist nicht so. Gut. Farbe verfärben.
So. Ein bisschen Kräutchen. Ein bisschen Kräutchen. Machen wir die Kräutchen noch auf. Kräutchen. So. Ein bisschen Salz. Nicht so schnell, nicht so schnell. So. So. Da gibt es einen ganz mega feinen Salat. Da, ein bisschen Salz. Ja, aber nicht zu viel. Ja, ich kann im Fall schon kochen. Spaghetti habe ich auch schon gekocht, ganz alleine. Und ein bisschen Öl. Mhm. Ja, sicher. Ja, sicher. Das gibt für eine halbe Armee da. Geht's? Nein, nicht wirklich. Moment. Oh. Du kochst nicht so viel, Geri, das merkt man. Ich kann noch, nimm es ein bisschen an der Hand, dass ich ein bisschen zuschauen kann. So. Hast du dich wieder versteckt? Hä? Hm. Du, Rüebli, jetzt habe ich es geschafft. Komm mal. So. Das Rezept kann man bei uns bestellen. Die es unbedingt wollen, über sich gehen. Und jetzt haben wir hier noch mal. Löffel und Gabel. Jetzt müssen wir ein bisschen mischen. Nicht schmecken dran, nicht reingäufern. Das schmeckt nach Zitrone. Ja. So. Rüebli-Salat à la Geri und Murmi. So. Wenn wir den hier auf die Seite. Jetzt könnten wir den eigentlich schon schnabulieren. Aber ist ein bisschen wenig, hä? Das reicht für mich. Aber ich habe gar nicht so Hunger. Ja, eben ja. Ich bin ja der, der die Augenprobleme hat. So. Eben, hä? Hip, top. Rüebli. Hey. Rüebli. Komm, bleib mal da. Haben wir das gut gemacht, so? Hä? Und, Original, Aargauer, Geri und... Geri? Murmi, Rüebli-Salat. Was gibt es eigentlich zum Dessert? Zum Dessert? Oh, zum Dessert wäre... Am besten eine Rüebli-Torte. Oh ja, eine Rüebli-Torte! Ja, genau, Rüebli. Hast du schon mal gehabt? Aargauer Rüebli-Torte? Nein, wir haben keine. Mal Rüebli-Torte. Die ist fein, tun wir sie backen und dann tun wir sie Wochen umstehen. Du, das Rüebli will uns etwas sagen. Was nicht? Nein. Was? Eine Woche umstehen. Ja. Sicher. Mal, die wird immer besser im Fall. Ja, aber wir haben keine. Fragen Sie mal euch. Mal, wir haben keine. Nein. Was? Mummi tut winken. Das Rüebli tut winken. Was ist? Du hast einen. Was? Es will mir etwas sagen. Also komm, ich probiere hier schon mal Rüebli-Salat. Einen guten zusammen. Oh! Wow! Wow! Schau mal, wir haben etwas. Das ist ein Eis. Vom Rüebli. Schau mal, was da drin hat. Eine Rüebli-Torte. Wow! Wow, du. Wow! Und was für eine schöne. Hi. Danke, die Essi. Nein, die ist für uns. Aha. Hast du jetzt schon ein bisschen Rüebli gegessen, Geri? Ja. Aber weißt du was, dann könntest du uns zuerst noch eine Geschichte fertig erzählen. Ja, und dann das Bettnümpfchen vor dem Zähneputzen essen wir noch Rüebli. Gut, gut, gut. Das machen wir so. Hey. Also, ich gehe die Geschichte weg. Also, komm, ich gehe ins Bett. Komm, Rüebli. Komm, Rüebli. Bett hier liegen. Komm, Rüebli. Schlafen. Nützt die Bitze, komm. Das Rüebli macht, was will. So. So. Sitz wieder da hin, ist das gut? Rüebli, sehr kannst gut. Auch aufs Bett sitzen. Also, wisst ihr noch, wie es Geschichte gegangen ist? Ja! Ich war hier in der zweitletzten Strophe. Ja. Da hat der Abdel Assar gesagt, oh Sidi, auf so einen teuren Handel gehe ich nicht ein. Ist fort, hat gleich darauf schon eine billigere genommen, die nicht so schön war, dafür eine gescheite. Und jetzt kommt das letzte Kapitel. Doch wenn es Nacht wird über der Sahara, schaut er den Mond am Himmel hell und klar an und trauert hier und da den schönen Augen an und denkt, hätte ich doch früher anfangen zu sparen. Oh, die beiden schlafen. Seht ihr's? Es war ganz leise. Psst, mach mal. Psst. Hört ihr mal, jetzt können wir den Rüebli selber essen. Wir miteinander kommen führen. Aber ganz leise. Rüebli-Torte. Rüebli-Torte. Komm, wir rücken den Boden runter. Genau. So. Nicht das verwachen. So. Tipptopp. Willst du ein Marzipan-Rüebli? Genau, ein Marzipan-Rüebli.